Moin, moin, meine Freunde hier an der Nordseeküste mit dem guten Basti. Hallo. Hallo. Wir stehen hier am schönen Nordseestrand und machen heute mal die Add-on-Folge. Eigentlich sollte sie ja schon in der 10. kommen, aber irgendwie haben wir das jetzt so ein bisschen verpennt. Ja, wir machen heute einfach mal die Add-ons so kurz durch. Ich habe es jetzt mittlerweile installiert. Also schaut schon ein bisschen anders aus hier bei mir auf dem Bildschirm. Und wir fangen jetzt einfach mal an mit dem ersten Add-on. Nennt sich Combat Statistics 1.3er Version hier. Ist nichts anderes als ein Damage Meter mit ein bisschen mehr Informationen dazu, weil es hier in dem Spiel ziemlich wichtig ist, sowas zu haben wie Durchdringung und Trefferwert und Blocken und solche Sachen. Und das kann man hier immer ablesen, an den Prozentzahlen, wie gut man da ist. Und kann dementsprechend mit seinen Ausrüstungsgegenständen darauf reagieren. Deswegen würde ich sagen, Basti, suchen wir uns jetzt mal ein Opfer. Opferalter. Deine Mutter, du Opfer. Deine Mutter ist Opferalter. Suchen wir mal Opfer. Und den werden wir jetzt gleich mal ein bisschen einheizen, ja. So, da taucht auch schon das nächste Addon auf, hier mitten auf dem Bildschirm, riesengroß. Tintenkotze. Das werden wir aber auch gleich nochmal vorstellen. So, der Kampf ist beendet und unser Combat Statistics hat die ersten Zahlen für mich. Es sagt mir, ich habe 54 Hits gemacht. Davon waren 1356 Damage. Das sind 101 DPS, 16 Critical Rating. Das heißt, ich habe zwei kritische Treffer gemacht. Das sind 3,7%. Das ist eindeutig zu wenig. Die Crit Power Rating, also wie schwer die kritischen Treffer waren, ist eine 10. Das heißt, ich habe 60 Damage tatsächlich durch kritische Treffer gemacht. Das sind 4,4%, auch recht wenig. Penetration ist Durchdringung. Durchdringung 5, das Rating. Das heißt, ich habe zwei Durchdringungstreffer gemacht, 3,7%. Auch recht wenig, aber wie gesagt, wir sind jetzt auch noch nicht so ausgerüstet. So, Da brauchen wir jetzt auch noch 145 war nicht das nachgucken. Damage. Bitte? Dachte, nach diesen Zahlen bräuchten wir jetzt auch ehrlich gesagt noch gar nicht gucken, halt, ne? Nee, das ist jetzt nur einfach, um zu zeigen hier. Glanced Hits. Also Hit Rating ist 19. Das heißt, ich habe 10, ja, Glanced. Was heißt Glanced? Ach, sag doch mal. Evaded, also geblockt, klar, geblockt wurde ein Treffer. Ausgewichen war, nee, Moment, Evaded Hammer und Glanced war Glanced. Streiftreffer. Ah, genau. Streiftreffer waren 10 dabei, 18,5%, eindeutig zu viel. Und Evaded Hits ist halt eben ausgewichen. 4, 7,4 Cool. Prozent. Ja, und wenn man das Ganze jetzt auf eine höchste Ausrüstungsstufe hat und man geht in Innis und so und macht diese. Ja, macht Innis durch und zieht sich die ganze Statistik hier an, dann sind die Werte hier auf jeden Fall viel besser. Das heißt, das wird sich auf jeden Fall nochmal steigern im Laufe der Zeit, weil man dann halt dementsprechend darauf reagieren kann. Ja, so viel zu Combat Statistics. Ja, wir haben es halt auch recht häufig dann genutzt, so um die Rotation wirklich festlegen zu können, ne? Die Combat Statistics jetzt, also ich für mich jetzt so nicht um da irgendwie Sachen zu posten, sondern halt um einfach zu wissen, ne? Wann zünde ich wie was, damit ich halt am meisten Schaden daraus hole. Also um deine Fertigkeiten abzustimmen. Ja, genau. Die, ja. Rotation festlegen. Okay. Dann schauen wir uns das nächste an. Add Buff Bars. Ich zeige es nochmal kurz. Es ist Vipers Gaspar. Add Buff Bars. Auch recht wichtiges Tool. Nicht nur für Innis. Entschuldigung. Und zwar kann man durch Add Buff Bars, ihr seht hier Balken blau, rot und grün. Es gibt ein Defensiv-Target, das heißt, es ist auch für manche Fertigkeiten wichtig. Ich kann jetzt zum Beispiel den Basti hier als Defensiv-Target festlegen und einige Fertigkeiten, die man mal hat, die beeinflussen auch mit das Defensiv-Target. Jo, das hat man jetzt aber als Damage nicht so wirklich viel. Dann gibt es hier, da brüllt irgendeiner, ah, der ist weit weg. So,
gibt es Buffs on Player, Buffs on Offensive Target und Buffs on Defensive Target. Ist im Endeffekt nichts anderes als hier trägt man einfach ein, welchen Buff man hier als Player angezeigt haben möchte oder beim Offensive Target oder eben beim Defensive Target. Ich zeige es jetzt einfach mal, bevor ich da viel erkläre. Und zwar gibt es hier etwas, das nennt sich sicheres Ziel. Das heißt, ich schreibe hier in dieses, da kommt einer von hinten, sicheres Ziel. Mach Apply. Und jetzt, wenn ich sicheres Ziel mache, seht ihr hier links an der Seite, in dem Balken wird angezeigt, wie lange dieses sichere Ziel noch läuft. Und das ist ein sehr wichtiges Tool für Inis, weil jeder, der diesen Addon drauf hat, sieht auch bei sich. Das heißt, auch der Basti hat jetzt gerade in seinem blauen Balken gesehen, wie lang bei ihm der Buff sicheres Ziel noch läuft. Ist ganz einfach zu erklären. Das ist ein sehr wichtiges, eine wichtige Fertigkeit, um für den Damage Dealer in einer Ini einfach, um den anderen zu zeigen, jetzt läuft der Buff noch. Das heißt, du brauchst ihn jetzt nicht ziehen, sondern meiner ist gerade am Laufen. Normalerweise spricht man sich ja viel ab. Wenn man das jetzt aber nicht so groß mit abspricht oder wenn der eine mal nicht so ganz aufpasst und nicht sagt, hey, meiner ist abgelaufen oder hey, ich ziehe jetzt oder so, dann kann man hier unten immer in seiner Leiste sehen, in seiner Buff-Leiste, dass jetzt eben sicheres Ziel läuft. Und ich brauche jetzt meins nicht ziehen, sondern erst, wenn das abgelaufen ist, ziehe ich meinen Buff, sodass das immer fast konstant durchgehend dieser Buff auf der ganzen Gruppe drauf ist. Wenn die Gruppe sich auf sowas dann auch einstimmt, dann hat man erstens halt den, wie du es gerade schon sagtest, den Buff erstens halt fast durchgehend laufen. Und was dann halt auch schön ist, dass da die, da du siehst, wie lange er noch läuft, kannst du halt als DD auch deine Fertigkeiten dann halt, wenn es dann halt angesagt wird, so gleich sicheres Zielen, dann haust du nicht sofort, also dann siehst du zu, dass du deine Verbraucher voll hast, wenn es gezündet wird, dann haust du einmal mit allen Verbrauchern drauf, wächst wieder voll und kannst halt dann eventuell nochmal eine Rutsche mit beiden Verbrauchern wieder draufhauen. Ist dann halt einfach, ne? Ja. Möglichst viel Nutzen dann da halt rauszuziehen, oder? Das genau. Also möglichst viel Damage Burst rauszuballern, so gut genau. Es geht. Es gibt und halt Inis, da ist das absolutes Muss definitiv in den Nightmare später, das ist so krass da. Ja. Da sind absolute Damage Races wirklich, das ist, ja. Das hatten wir dann auch stellenweise, das waren, ja, sagt man so schön, ein, ne? Unterbereichshaar oder wie war das, ne? Das ist dann echt krass, also, und dann wirklich konntest du halt auch ab, ja, man konnte aber auch, wenn man dann all die Erfahrung hatte in den Inis, konntest du wirklich sagen, ja, Polaris, brauchst du als DD erst dann reingehen, wenn alle wirklich mindestens den und den DPS permanent fahren, ja. Weil sonst hat es keinen Sinn. Ja. Also in vielen anderen MMOs oder Spielen oder sowas ist es halt einfach nur Spielerei und Angeberei, wie viel DPS habe ich. Und hier ist es wirklich tatsächlich, also das ist hier echt entscheidend, um eine Albtraum-Ini zu schaffen, dass man hier wirklich so viel DPS wie möglich fährt. Deswegen sogar abstimmen. Fertigkeiten. DPS und wirklich, ey, es kann dir in diesem Spiel passieren, wenn du am Anfang noch bist und du hast einfach ein bisschen, weil du es nicht wusstest. Zum Beispiel gibt es, ach, jetzt wäre es schön, wenn ich sofort wie aus der Pistole, aus der Schrotflinte geschossen jetzt ansagen könnte. Ist nämlich auch ein Schrotflinten-Skill, gehört ja genau wie dein sicheres Zielen. Ach, du meinst eindringender eindringender Schuss. Ja, genau, irgendwie sowas war das, ne? Eindringender Schuss, genau. Ja. Wenn du halt als DD in einer Ini ist das halt, wenn du da als DD halt nicht Pumpe mindestens als Zweitwaffe irgendwie hast, bist du eigentlich nicht dabei. So, weil es geht halt nicht. Die Gruppe braucht das. Und ja, ja, das ist dann halt so. Richtig. Deswegen ist es einfach fast sicher. Einen muss man mindestens einen dabei haben, der Pistole und Schrotflinte spielt oder einer der Pistole hat und einer der Schrotflinte hat, um halt eben das sichere Ziel und den eindringenden Schuss verfügbar zu haben. Und meistens ist es tatsächlich wirklich so gewesen, dass wir alle drei Damage-Dealer, die wir eben in der Ini mit dabei waren, dass wir alle drei Pistole und Schrotflinte hatten.
Einfach weil wir dann wirklich permanent durchgehend immer die Buffs am Laufen hatten. Weil das immer rechtzeitig gezündet wurde. Und sobald der Dritte, der es gezündet hat, bei dem abgelaufen war, war es bei dem, der es eigentlich als erstes dann gemacht hat, auch schon wieder frei und der konnte dann schon wieder loslegen. Und nur so sind auch manche Endbosse zu schaffen. Ist halt Auf einfach jeden so, das Fall. muss man zugeben. Es, ja, man hat hier zwar volle Freiheit zu machen, was man möchte und sich einen Char zu bauen, wie man ihn haben will, weil man alle Fertigkeiten nutzen kann. Und man wird auch irgendwann mal jede Fertigkeit haben. Also man hat so viele Punkte, dass man jede Fertigkeit besitzt. Aber es gibt echt Einschränkungen. Und zwar, wenn man in der Gruppe unterwegs ist, dann muss man sich halt einfach anpassen. Dann ist es Auf jeden vorbei mit Fall, auf jeden, Egoismus, also sondern... definitiv auf den im Nightmare-Modus. Also davor, alles, was davor ist, könnt ihr auch machen, was ihr wollt eigentlich. Stimmt, das ist eigentlich Kindergarten, aber Ab Nightmare da ist das trennt Ding sich dann die Spreu durch. vom Weizen. Ja, auf Okay. jeden Fall. So viel zu dem Thema, wir müssen weitermachen, sonst rennt uns die Zeit davon. Das ist, ich zeig's nochmal, Adds Buff Bars. Und genauso funktioniert es mit Buffs on Offensive Target und Buffs on Defensive Target. Defensive Target, gut, für mich als DD jetzt nicht so wirklich wichtig, aber auf Offensive Target wichtig, ganz klar bei den Maschinen-Tyrannen in irgendeiner Höllen-Instanz, ich weiß jetzt nicht mehr, welche es ist. Denn der hat einmal diesen Buff drauf, dass er den Schaden zurückwirft, den er Reflektiert, bekommt. genau, ja. Und wenn dieser Buff on ist, dann muss jeder wissen, jetzt läuft dieser Buff und ich darf nicht auf diesen Maschinentyrann draufballern. Deswegen ist das eins der Buffs auf Offensive Target, die hier auf jeden Fall rein muss. Es gibt noch andere Endbosse, die da noch andere Buffs haben, aber das kommt dann mit der Zeit immer dazu. Man Gibt schreibt dann auch einfach noch den Namen Sachen hier rein, wie in Englisch oder in Deutsch, völlig egal. Und dann wird das eben hier angezeigt, sobald der läuft. Ja. Das soweit zu Ads Buff Bars. Gab's dann nicht auch mal irgendwas, dass es in irgendeiner Ini war das, meine ich, dass sich der irgendeinen hat quasi aus der Gruppe rauspickte und da irgendeinen Buff drauf gemacht hat und es dann hieß, dass derjenige aus der Gruppe raus muss, da sonst die anderen Schaden kriegen? Ja, Gab's bestimmt. da nicht Also da gibt es irgendwas? ja mehrere solche Ja, ist, ne, solche eben die Liste ist Teile, die lang, da. aber. Die Liste ist lang irgendwann, ne? Okay, wir gehen weiter zum nächsten und zwar ist das der Fixed Gear Manager. Den sieht man nicht so wirklich. Es ist ein kleines, aber feines Programmchen. Und zwar betrifft das die Ausrüstungsverwaltung. Die Ausrüstungsverwaltung ist dazu da, um schnell zwischen verschiedenen Einstellungen hin und her switchen zu können. Zum Beispiel zwischen Pistole-Schrotflinteneinstellung, zwischen Heiler- und Damage-Gear, zwischen... Builds, nenn es mal Builds, das ist, ne? Builds, ja. Also man kann sich hier das alles einrichten. Das heißt, man gibt sich hier seine Talismane rein, gibt hier seine Waffen rein, seine Nebenwaffe, die man haben will, macht seine Fertigkeiten hier unten rein, speichert das Ganze ab und bekommt es hier angezeigt. Und wenn man das dann lädt, dann nimmt er automatisch aus dem Menü die entsprechenden Ausrüstungsgegenstände rein, die Waffen und die Fertigkeiten unten. Die tut er automatisch rein. Warum muss man jetzt dafür ein Programm laden? Ganz einfach, der funktioniert ohne diesen Fixed Key Manager funktioniert es ja gar nicht. Es macht zwar was, aber es nimmt nicht immer alle Ausrüstungsteile mit. Die Fertigkeiten verschwinden plötzlich mal, wenn man welche drin hat. Deswegen mit diesem Ads Loader nennt er sich hier oder auch Fixed Key Manager. Damit funktioniert es wunderbar. Ja. Das ist der Fixed Gear Manager. Vor allen Dingen wichtig halt, wie wir schon sagten, gerade, dass da du für verschiedene Inis unterschiedliche Builds brauchst, ist es dann halt recht schön, wenn man das dann, ne, mit zwei Klicks einfach abgehakt hat, anstatt sich irgendwie am besten noch selber handschriftlich oder sowas aufschreiben zu müssen, was man halt ausrüsten muss, damit man halt in die und die Ini gehen kann halt, ne? Genau. Eben, Ist also. normalerweise vom Spiel ein Feature, das halt mit drin ist. Das heißt, es geht auch ohne dieses Ding, aber dann werden nicht immer alle Fertigkeiten übernommen und es werden auch nicht alle Ausrüstungsteile korrekt mit reingegeben. Deswegen hat sich irgendjemand schlauerweise gedacht, mache ich es lieber selbst, wenn es der Entwickler nicht macht und fixt das Ganze. Und das hat er richtig gut hingekriegt und deswegen heißt das Ganze auch Fixed Gear Manager. Du Teufelskerl. Tja. Den habe ich mir ganz lange überlegt. Okay.
Gehen wir über zum nächsten. Der Kasbah Relocator. Den zeigen wir jetzt mal. Das haben wir jetzt gerade vorher schon mal kurz gesehen. Und zwar war das dieser fette rote Balken, der da oben jetzt gleich auftaucht. Ummuschelt. Sturmunfall. Was haben wir denn gleich noch? So, machen wir gleich mal diesen hier. Jawohl. Ihr habt hier oben gesehen, diese fette rote Leiste bei mir. Das ist der Kasbah Relocator. Ich zeige ihn mal kurz hier. Man kann sich die Größe dieses Textes hier anpassen. Ich kann das jetzt zum Beispiel auch auf 1000 machen. Ah, jetzt habe ich 100 gemacht, ich Depp. 1000 machen. So, dann sieht das ungefähr so aus. Wenn man will, kann man es tun. Also, aber das ist halt echt ein fast überlebenswichtiges Teil, auch wieder in Inis, klar. Manche von den Bossen machen einfach so One-Hit-Damage-Teile. Und wenn dieses, wenn er diesen castet, gerade dieses Teil, dann muss man wissen, jetzt muss man entweder aus dem Bereich raus oder muss eine bestimmte Aktion ausführen, damit das halt eben nicht passiert, dass jetzt gleich die ganze Gruppe einmal aus den Latschen kippt. Deswegen auch ein sehr wichtiges Utensil hier, dieser. Gut, 300 ist jetzt vielleicht echt ein bisschen groß. Machen wir mal 200. Dieser Kasbah Relocator. Für den Player selbst finde ich es jetzt nicht so wichtig. Er würde auch anzeigen, wenn man jetzt selbst einen Cast raushaut, der halt eben eine kurze Zeit lang läuft, würde er das auch anzeigen. Habe ich jetzt noch nicht so wirklich gebraucht. Vielleicht mag es der ein oder andere mal gebrauchen, aber ich habe da jetzt noch keinen Sinn gesehen. Eben, ganz wichtig ist halt dieses Target, die Target-Einstellung für Inis zum Beispiel. Bist du derselben Meinung? Ja, vor allen Dingen, wenn du, es, ja, wie du schon sagtest, es gibt halt Angriffe, die für den Tank ist das Ding gerade, also fand ich das sehr angenehm, da du halt wirklich Angriffe hast, die dann auch nur der Tank unterbricht halt. Und wenn du es dann einfach angezeigt kriegst und es blinkt am besten noch irgendwo mittig auf dem Bildschirm, dann weißt du, alles klar, jetzt solltest du unterbrechen, da sie sonst gewiped werden. Und darum fand ich das eigentlich immer recht hilfreich. Ja. Also es gibt wirklich sehr hilfreiche Tools. Es gibt auch ziemlich viel Unsinniges. Da zeigen wir auch noch eins. Ein unsinniges, aber lustiges für mich. Ich finde das ganz gut. Also ich weiß nicht warum. Ist jetzt nichts Spektakuläres. Und da kommen wir jetzt nämlich sofort zu. Das nennt sich They Come and Go. Das ist nichts anderes als, wenn jetzt zum Beispiel ein Gildensippen, wie heißt hier nochmal, Kabbala-Mitglied, Verbindung. Ein Verbindungsmitglied, ausloggt oder einloggt oder ein Freund ausloggt oder einloggt, sieht man das nicht so wirklich. Das heißt, man bekommt jetzt hier keinen Hinweis, ist jetzt offline oder geht jetzt online oder so. Also nicht offensichtlich auf jeden Fall. Und deswegen ist es eben dieses kleine und feine Tool, das zeigt einen kleinen bunten Text an, dass halt jetzt eben jemand ein- oder ausloggt. Und er ist jetzt auch nicht groß, aber man sieht ihn. Der Sebastian wird das jetzt gleich mal demonstrieren, wie das aussieht, wenn er ausloggt und einloggt. Dann seht ihr das jetzt gleich auf meinem Bildschirm, das ist dann so ein bunter Text. Ich glaube, bei Freunden ist er blau. Jawohl. Da seht ihr das. Herr Billy has gone offline. Also es blinkt so kurz auf, ja toll, und jetzt geht er offline, während das Arschloch kommt. Nee. Er ist wieder weggegangen. Das wäre wieder typisch, ey. Basti verpisst sich, während der Mob kommt. Typische Rage-Quitter. So, und wenn er sich gleich wieder einloggt, sieht man sofort die Meldung. Er ist noch gerade einen Stein auf den Kopf geworfen und dann hab ich mich ausgeloggt. Also ihr seht, es ist jetzt nicht groß oder so, aber es ist halt dieser kleine Moment, in dem es aufblitzt, so etwas größer wird, dann wieder kleiner wird und sich ein bisschen nach oben verschiebt. Und es ist halt einfach so fürs Auge so ein bisschen Augenfänger. Dann weiß man halt einfach, okay, jetzt ist gerade irgendwas passiert. Jetzt ist gerade einer online oder offline gegangen. Finde ich recht praktisch. Aber ist halt, wie gesagt, so ein kleines unsinniges Spielerei. Muss nicht sein, also. Tja. Damit uns der jetzt nicht stört, ist der auch noch weg. Und dann machen wir gleich noch die letzten zwei. Und das eine davon ist die Top Bar Information Overload. Und zwar macht das nichts anderes als den Platz hier oben zu nutzen. Normalerweise ist es ja einfach nur ein schwarzer Balken.
Und der macht jetzt was ganz Einfaches. Der nutzt diesen Platz aus, um ein paar Informationen anzuzeigen, die man auf den ersten Blick dann einfach sehen kann. Zum Beispiel, wie viel Kohle man hat, kann man hier oben sehen. Wenn man draufklickt, sieht man, was man für Token hat, die man eintauschen kann. Dann zeigt er hier oben die Koordinaten an, wo man sich gerade befindet. Hier hat er direkten Zugriff auf einige der Add-ons, die man drauf hat, und zwar die von Viper sind, weil auch diese Bar hier oben ist von Viper, nennt sich der. Das ist eben der, die diese Add-ons macht. Und das hier ist normalerweise immer da. Dann sieht man noch die FPS, die man gerade hat. Gut, dass die jetzt bei mir ein bisschen weniger ist, ist klar, weil ich jetzt im Hintergrund noch die X-Story laufen habe. Und man sieht noch die Latenz. Ja, sieht man sonst noch was, was man nicht sieht normalerweise? Ich glaube, die Ingame-Zeit sieht man auch nicht. Ja, genau, Ingame-Zeit und Ingame-Zeit oder die echte Uhrzeit. Irgendeins von beiden sieht man nicht. Ich glaube, die echte Uhrzeit sieht man nicht. Man sieht kann hier, es ist sein, ja. 22 Uhr. Ja, der nutzt halt den Platz einfach so ein bisschen besser aus und zeigt einem ein paar Sachen, die man so schnell im Überblick haben kann. Auch eine nette Spielerei, aber recht praktisch, meiner Meinung nach. Jo. Was haben wir denn noch? Der Ultimate Crafter. Ja, ein super wichtiges Teil. Ihr habt es ja schon gesehen in einem der Folgen, wenn man als wir das Tutorial gemacht haben vom Handwerk, dass man hier das Minecraft-Style-mäßig einfach in die Position reinziehen muss, um ein entsprechendes Teil herzustellen. Und dieser Ultimate Crafter ist so geil, der macht das Ganze dann einfach von selbst. Also, ich habe jetzt mal ein Beispiel rausgesucht, deswegen habe ich mir ein Talisman-Waffen-Kit hier zugelegt. Und zwar werde ich jetzt mal ein Talisman basteln für Damage. Und zwar kann man hier einstellen, welche Qualitätsstufe. Qualitätsstufe 1. Kategorie brauchen wir Talisman. Typ Damage. Und ein Item. Schauen wir mal, was wir brauchen können. Haben wir noch irgendein weißes? Ja, hier ein Würfel zum Beispiel. Ein Glückstalisman können wir uns basteln. Machen wir uns ein Glückstalisman. So, wie gesagt, Qualitätsstufe 1. Talisman. Damage. Und Luck. So, jetzt hat man alles eingestellt. Jetzt macht man noch Create Pattern. Missing Mats. Couldn't find. Ach, Scheiße. Unvollkommenes Feuer. Ich muss mir unvollkommenes Feuer herstellen. Da könntest du aber auch dann einfach Basisfeuer. auf Habe ich Upgrade nicht klicken. genug. Genau. Ich könnte hier auf Upgrade klicken. Auto-Upgrade completed. Okay. Wenn ich jetzt Gegenstände hätte, genug. Also ab 5 Stück kann man immer ein Upgrade machen. Auf die nächsthöhere Stufe. Also man bekommt jetzt zum Beispiel, ich zeig's jetzt mal schnell. Ich habe jetzt zwar nichts zum Upgraden, aber wenn man jetzt 5 Stück von etwas hat. Und doch, ich hätte jetzt 9 unvollkommenes Metall, aber die brauche ich jetzt gerade selber. Da kann ich jetzt nicht viel demonstrieren. Ich glaube, da kommt eine Hexe von hinten. Genau, 5 Stück von einer Sorte, zum Beispiel Basismetall. Wenn ich 5 Stück hätte, ziehe ich mir die hier rein. Und dann zeigt ihm hier unten das Ergebnis eben die nächsthöhere Stufe. Das wäre hier das unvollkommene Metall. Und dieser Ultimate Crafter, der macht solche Sachen auch automatisch. Also man braucht sich dann nicht mehr drum kümmern, wenn man jetzt irgendwo, man zieht jetzt eine Ini durch oder man läuft jetzt einmal durch Kingsmith und hat ewig viel Zeug gesammelt. Braucht man nicht immer gucken, was kann ich jetzt auf die nächste Stufe upgraden, sondern man drückt einfach auf den Knopf Upgrade und dann macht er das Ding von selbst. Und auch das kann man sich einstellen. Wo war das nochmal? Genau hier auf dem Fragezeichen kann man sich einstellen, könnte er Auto-Break machen, also Auto zerlegen. Dann kann man einstellen, welche Sachen er Auto zerlegen soll, von welcher Qualitätsstufe und von welcher Farbe und bla bla bla. Also das kann man hier alles einstellen, was er upgraden soll, was er Auto-Break machen soll. Und den Rest, den man dann hat, den kann man entweder verkaufen oder dann anziehen. Also das ist echt ein super Teil, das vereinfacht das Handwerk, also wirklich abartig. Jo. Das stimmt, das ist viel wert. Dann haben wir auch schon wieder viel geschwätzt und nicht viel getan. Immer. Aber ich hoffe, es war eine informative Sendung, wollte ich jetzt schon sagen, eine informative Folge von The Secret World, und es hat euch ein bisschen gezeigt, was man hier mit Addons alles machen kann. Ich hoffe, wie gesagt, ich hoffe, dass wir irgendwann mal dazu kommen, Inis zu machen, weil es halt wirklich schwer ist, wenn man jetzt Leute findet dafür, denn so ein richtiges Gruppen-Minecraft-Server
Instanzensuche-Tool ist es hier nicht, was man hat, sondern man kann halt wirklich nur gucken, wer sucht gerade und kann denjenigen dann anschreiben. Deswegen wird es schwer werden und kompliziert, da eine Gruppe zu finden, um eine INI machen zu können, aber ich hoffe, wir kriegen das hin. Und dann zeigen wir das natürlich und dann kann man auch zeigen, wie wichtig eben diese einzelnen Add-ons sind, wenn man in einer INI ist. Jo, Jeden Fall. lange Rede, kurzer Sinn. Wir Wir stellen uns wieder verabschieden hier uns. oben auf unseren Hügel und dann geht es in der nächsten Folge, würde ich sagen, weiter mit Genau, dem dann questen wir Feuer der weiter. Kultisten. Den Feuer der Kultisten. Richtig. Alles klar. Alles Dann klar. bedanke mich für das Gespräch. Für das Gespräch. Ich auch, Ich Andi. bin schon Vielen wieder Dank. voll in der Arbeit. Ich bedanke mich für Es das hat Gespräch mir und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. sehr geholfen. Ich hab mir ich gerne. Ich habe dir gern geholfen. Ich hoffe, es Das hat ist dir was schön. gebracht Ja. und dass du auch Total. demnächst ein bisschen besser spielen kannst. Auf jeden Fall. Dann bin ich ja Mit, froh. nur mit deiner Hilfe. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge, Sebastian. Alles klar. Vielleicht bin auch ich dann ein besserer Mensch. Ich Bis hoffe es. dahin. Ich hoffe es. Ciao, ciao. Ciao, ciao.